Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Arzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut. Und heute testen wir das hier zusammen. Wir haben von der Firma Lind eine neue Schokolade und zwar Lind Hello Vegan Cookie Haferdrink Schokolade. Das ist ein Kakaoerzeugnis mit Haferdrinkpulver, Mandelmark und dunklen Gebäckstücken, also unseren Cookies, so steht das hier in der Produktbeschreibung. Wir haben eine 100 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 2,99 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Ja, ich bin gleich sehr gespannt, wie diese Sorte schmecken wird. Wir haben ja schon mal eine ähnliche Schokolade getestet, jetzt die Tage auch vegan mit Haferdrink. Die war relativ lecker auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich gedacht, besorge jetzt einfach nochmal eine andere Sorte davon. Und heute ist es soweit. Die werden wir jetzt gemeinsam auspacken, anschauen und natürlich probieren. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist, ja, der Geschmack. Also geht wie immer auf damit und raus damit. So, da ist sie schon. Schön verpackt. Das gefällt mir. So. Okay. Alles klar. So, leg das mal ein bisschen ordentlicher hier hin und dann geht's los. Und weiter geht's. Ihr wisst, Ordnung muss sein beim Arzenberger, deswegen habe ich die Schokolade jetzt einfach mal rechts hier neben die Packung gelegt. Ich werde jetzt mal ein Stückchen davon abschneiden, dann vergleichen wir die Schokolade mit dem Bild auf der Verpackung und dann probiere ich. So, es geht los. Oh. So, wir gucken mal hinein. Okay. Ja, sieht ja identisch aus, würde ich sagen. Man kann auch schon die kleinen Cookie-Stückchen hier erkennen. Alles klar. So, ich probiere. Ich hoffe, es ist lecker. Riechen tut es sehr gut. Mhm. Ja, erster Eindruck. Sie ist ähnlich wie die letzte Schokolade. Sie ist nicht so süß. Ist aber auf jeden Fall okay. Mhm. Aber gut, ich habe jetzt hier schon einige von den kleinen Cookie-Stückchen erwischt. Schaut nochmal, sind auf jeden Fall einige drin. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall lecker. Also da bin ich schon mal wieder positiv überrascht. Also kann ich jetzt schon wieder sagen, eine leckere Sorte definitiv. Steht der normalen Lindschokolade so in nichts nach, außer von der Süße vielleicht. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Rückseite der Verpackung für die Leute, die sich für die Zutaten und die Nährwerte interessieren. Und dann gibt es schon mein Fazit zu dieser Schokolade. Diese Lindschokolade bekommt von mir den Doppeldaumen nach oben, eine klare Kaufempfehlung. Ich bin mal wieder begeistert, wie gut veganes Zeug schmecken kann. Ist wie gesagt nicht ganz so süß wie eine normale Schokolade, aber definitiv lecker. Ja, Schokolade mit Cookies geht sowieso immer. Ihr habt ja gesehen, es sind auch relativ viele drin, gut verteilt. Das gefällt mir, preislich auch. Man kennt es, 2,99 € für 100 Gramm ist relativ normal bei Lind. Also kann man nicht viel verkehrt machen. Ich würde sagen, kauft die mal nach und probiert sie mal. Und dann könnt ihr mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung zu dieser Lind-Sorte aussieht. Seid ihr genauso begeistert wie ich oder schmeckt sie euch vielleicht überhaupt nicht oder was auch immer. Ihr wisst genau, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ganz besonders schön wäre natürlich auch ein Abo. Ich freue mich immer über neue Abonnenten, die ich hier auf meinem kleinen Kanal begrüßen darf. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir rein. Es lohnt sich. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Arzenberger.